Prozeduren müssen definiert werden. Die Prozedurdefinition ist dabei die Vereinbarung eines neuen Befehls. Die Syntax einer Prozedurdefinition sieht so aus. Eine Prozedurdefinition besteht aus einem Prozedurkopf und einem Rumpf. Im Prozedurkopf steht Void, Klammer auf, Klammer zu, und hinter Void der Prozedurname. Der Prozedurname ist dabei ein Bezeichner. Der Prozedurrumpf beginnt mit einer geschweiften Klammer auf und endet mit einer geschweiften Klammer zu. Dazwischen steht eine Anweisungssequenz. Semantik einer Prozedurdefinition ist, dass ein neuer Befehl eingeführt wird. Und zwar wird dieser Befehl benannt nach dem bei der Prozedurdefinition angegebenen Bezeichner.